Der Regisseur von Winnie the Pooh, Blood and Honey, hat einige sehr beunruhigende Kommentare erhalten, was zeigt, dass die Fans manchmal schlimmere Monster sein können als die Figuren, die sie verehren. Winnie Pooh kehrt endlich auf die große Leinwand zurück, was bedeutet, dass es an der Zeit ist, die Kinder zu sammeln und zu seinen Ehren in die Kinos zu gehen. Es gibt da nur ein Problem. Winnie the Pooh, Blood and Honey ist nicht gerade ein kinderfreundliches Vergnügen. Der neue Film spielt zwar im 100 Morgenwald und bringt Pooh wieder mit seinem lieben Freund Ferkel zusammen, doch da hört die Vertrautheit auch schon auf. Verändert durch die Zeit, den Hunger und die pure, ungezügelte Wut hat der kultige Teddybär seinen Honigtopf gegen Chloroform und einen Vorschlaghammer eingetauscht. Drehbuchautor und Regisseur Reese Frake Waterfield hat einen Film mit Pooh dem Bär geschaffen, wie man ihn noch nie gesehen hat. Und da hören die Unterschiede noch lange nicht auf. Erwartet zum Beispiel nicht die düsteren Gedanken von Ia, dem Lieblingsesel aller. Leider setzt die Geschichte in einer dunklen Zeit für Pooh und seine Freunde ein. Verlassen von Christopher Robin, der das College seinen Freunden aus Kindertagen vorzog, musste die Bande einen harten Winter mit knappen Ressourcen überstehen. Da sie keine andere Wahl hatten, waren Pooh und Ferkel so verzweifelt, dass sie das Undenkbare taten und den armen Ia bei lebendigem Leib aßen. We need to leave. Now. I really need to find out what's happened here, okay? Verfolgt von ihren Taten suchen Pooh und Ferkel in diesem Schlitzerfest Rache an Christopher Robin und allen Menschen, die es wagen, ihren Wald zu betreten. Vergesst das Pooh-Plüschtier, mit dem ihr aufgewachsen seid. Frake Waterfields Version des Bären ist alles andere als familienfreundlich. Und genau das macht es so aufregend. Doch nur weil ein Filmemacher die Chance ergriffen hat, Pooh ein Messer in die Hand zu geben, heißt das noch lange nicht, dass jeder andere davon begeistert ist. Obwohl Pooh der Bär selbst diese beschämende Vorgehensweise missbilligen würde, drohen diejenigen, die die Vorstellung, dass ein Honigbär ein Messer schwingt, leidenschaftlich hassen mit dem Tod. In einem Gespräch mit Agence France-Presse bezeichnete Regisseur Reese Frake Waterfield die heftige Reaktion auf den Film als verrückt. Er fuhr fort: Ich habe Petitionen erhalten, um den Film zu stoppen. Ich habe Morddrohungen erhalten. Ich hatte Leute, die sagten, sie hätten die Polizei gerufen. Offensichtlich fehlt es vielen Leuten an Sinn für Humor und sie erkennen nicht, dass ein einziger Slasher das gutmütige Erbe von Pooh nicht beschmutzen wird. Frake Waterfield seinerseits hat die Negativität von Anfang an in Kauf genommen. Als sich ein User in den Kommentaren beschwerte, dass der Film die Kindheit der Leute ruinieren würde, stimmte der Filmemacher zu und schrieb in seiner Instagram-Story: Das ist es, was ich versuche zu tun, jedermanns Kindheit zu ruinieren. Jahrelang wurden die Abenteuer von Pooh und seinen Freunden exklusiv an die Walt Disney Studios lizenziert, die 6 Spielfilme, zahlreiche Kurzfilme, Direct-to-Video-Specials und vieles mehr produzierten. In Disneys Händen war der alberne alte Bär so etwas wie die Manifestation der kindlichen Unschuld. Poohs Geschichten vermittelten jedem weise und doch einfache Ratschläge und sprachen vor allem ein Vorschulpublikum an. Doch diese Zeiten sind vorbei, denn das Urheberrecht für das erste Buch von A.A. Milne ist vor kurzem ausgelaufen. Blood and Honey hat die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, seit die ersten Produktionsfotos im Internet aufgetaucht sind, die die bedrohlichen Gestalten von Pooh und Ferkel zeigen, die hinter einer ahnungslosen Frau in einem Pool auftauchen. Als Reese Frake Waterfield mit der Entwicklung des Films begann, war er voller Hoffnung, dass der Film in die Kinos kommen würde, doch seine Erwartungen waren nicht hoch. Doch schon wenige Stunden, nachdem die ersten Bilder im Internet aufgetaucht waren, wurde klar, dass Pooh, der Serienmörderbär, mehr als geeignet war, die Zuschauer in die Kinos zu locken. Ohne auch nur eine Sekunde Filmmaterial zu veröffentlichen, ging der Film allein aufgrund seiner blutigen Prämisse viral. Und schon hatte der Mikrobudget-Slasher einen großen Kinostart. Trotz der Beschwerden, Buhrufe und absurden Notrufe beweisen die Zahlen, dass die Menschen zumindest neugierig auf einen Teddybären sind, der zum Mörder wird. Während der Film in Amerika erst am 15. Februar anlief, läuft er in Mexiko bereits seit 2 Wochen und hat bereits einen beachtlichen Gewinn erzielt. Nach Angaben von Box Office Mojo hat der Film bereits die 1-Million-Dollar-Marke überschritten. Frake Waterfield sagte gegenüber APF, er glaube, dass der Film das höchste Budget-zu-Einspielergebnis-Verhältnis hat, das es seit Paranormal Activity gab. Der Film aus dem Jahr 2009 gilt als der profitabelste Horrorfilm aller Zeiten und spielte mit einem Budget von nur $15.000 weltweit 193 Millionen Dollar ein. Vor allem aber war er der Startschuss für ein Franchise, das 1 Milliarde Dollar einspielen sollte. Mit Blick auf die Zukunft hat Frake Waterfield bereits Pläne für eine Blood and Honey-Fortsetzung angekündigt. Und das zusätzlich zu Bambi The Reckoning, einer Neuauflage des Klassikers, die den sanften Waldbewohner in eine Killermaschine verwandelt. Es versteht sich von selbst, dass keine noch so große Hassbotschaft diesen Filmemacher davon abhalten wird, eure Kindheitserinnerungen zu zerstören.